Am Wort Hermann Lippitsch, SPÖ. Die Halbierung der Flugabgabe ab 2018 betrifft rund 500 Unternehmen. 140 davon von diesen 500 Unternehmen haben ihre Niederlassung in Österreich und 65 davon haben auch ihren Sitz in Österreich. Und das sind Arbeitsplätze, und ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist. Von dieser Abgabe betroffen sind, wenn wir die Zahl von 2015 hernehmen, rund 10 Millionen Passagiere in Österreich. Und hier ist es doch ein Unterschied, wenn wir heute diese ganzen Suchmaschinen hernehmen, wie Linien anbieten können. Weil die Suchmaschine fragt nicht ökologisch und so weiter, sagt, wer ist am billigsten. Und hier glaube ich, dass diese 60 Millionen gut investiert sind, die den Kunden zugutekommen. Es ist für die Standortattraktivität, die erhöht wird, und weil du von einer Lex Flughafen Wien gesprochen hast, du warst ja dabei, wie wir vom Verkehrsausschuss am Flughafen Wien mit allen Regionalflughäfen in Österreich diskutiert haben. Und es war für die kleinen Flughäfen genauso das Problem, diese Flugabgabe, wie für den großen Flughafen Wien. Und wenn ich heute hernehme, dass die kleinen Flughäfen um jede Maschine kämpfen, sind es am Flugplatz auch die Arbeitsplätze, die dort vorhanden sein und die wir versuchen müssen zu erhalten. Und wenn wir heute hernehmen, dass es natürlich, und jetzt nehme ich Klagenfurt her, die Menschen sagen, wenn ich günstiger von Laibach wegfliege, ökologisch gesehen, sage ich jetzt einmal, habe ich ein Problem, weil ich fahre 45 Minuten mit dem Auto nach Laibach und 20 Minuten nach Klagenfurt. Also auch hier ist die Emissionswerte wesentlich höher dann. Naja, aber wir müssen sehen, wie die Menschen kalkulieren. Und das ist natürlich schon auch dem Flughafen Klagenfurt, und du weißt es ganz genau, ein Problem, was er hat, dass er Flughäfen im nahen Ausland, die wesentlich billiger kalkulieren können, hier die Menschen von dort wegfliegen, beziehungsweise die Fluggesellschaften diese Flughäfen anfliegen. Und das sind Arbeitsplätze, und auf diese Arbeitsplätze müssen wir schauen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist.